Jeden Tag kommen Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin an. Berlin ist zum Umschlagkreuz geworden. Und ich bin dankbar für die wahnsinnige Solidarität der Stadt und der Menschen hier vor Ort. Und ich bin auch dankbar, dass eine Linke hier die Verantwortung für die Geflüchteten hat. Denn es ist da wirklich nicht egal, wer regiert. Aber der Bund hat sich bis vor kurzem geweigert, einen Verteilungsschlüssel zu machen. Das heißt, viele Geflüchtete, die überhaupt nicht in Berlin landen wollten, sondern die zu ihren Familien in Castrop-Rauxel oder in Bayern fahren wollten, hatten überhaupt nicht die Möglichkeiten. Zum Glück hat sich der Bund da ein bisschen bewegt, aber er lässt die Kommunen und auch die Länder immer noch alleine. Das muss beendet werden, weil schöne Worte helfen den Menschen nicht, eine sichere Unterkunft zu finden. Mit dem Krieg in der Ukraine haben wir eine wirklich sehr schwierige Situation. Ich will zuallererst sagen, dass völlig klar ist für die Linke in Europa insgesamt, dass wir diese Invasion der russischen Truppen in der Ukraine aufs Schärfste verurteilen. Sie kann durch nichts gerechtfertigt werden, auch nicht durch die mögliche Bedrohung durch NATO. Das kann nicht der Fall sein. Das will ich als erstes dazu sagen. Wir haben jetzt eine neue Situation, die in Europa eine gefährliche Situation darstellt. Und sie stellt ganz sicherlich auch dar, eine Möglichkeit für die Rechte jetzt wieder stärker nach oben zu kommen, indem sie ausnutzt die damit verbundenen sozialen Probleme, insbesondere was die Flüchtlingsbewegung angeht. Wir haben eine riesige Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Polen, aber auch zu den anderen Ländern. Auch hier in Deutschland haben wir das. Und das ist eine Möglichkeit für die Rechte, sich jetzt wieder diese Situation auszunutzen für ihre Zwecke. Und das ist etwas, wo wir als Linke deutlich dagegen halten müssen. Since all eyes are on Ukraine and we can observe how Polish society really make a lot of effort and a lot of citizens just are hosting people at home and there's a lot of volunteers, it all shows me that we are a society which can be welcoming and that we can accept refugees. And what is really striking for me is this double standard between Belarusian border and Ukrainian border, and that the border guards, Polish border guards at the same time can, you know, brag about how many thousands of people they accept one day, and, you know, giving toys to Ukrainian refugee children, which is amazing, and I love this kind of support. On the other hand, like dozens of kilometers away on the same eastern border, we have totally different behavior, and we are pushing back people who are also escaping war, but they are coming from Yemen, Syria, Iraq, and the response is very different, and I think that's the most striking thing for me. We see Ukrainians arriving in Europe, receiving the help and the support from the existing migrant communities, whatever Syrians, Iraqis, Egyptians, Africans, Turkish, they helping them with the paperwork, with helping them to understand the society and to be possible to integrate in the society. And even when the state call out, because they are running out of sources and housing places, and the state said that, okay, we don't have enough places anymore, please find your private place, people start to open their own places for Ukrainian to register. And then when we look to the decision and to the law, we find that they just grant the paper for Ukrainian citizens, their family members, the people with permit residence. And what about the international students? Also, they lost their plans, their lives, their safety there. Most of them have legal residency in Ukraine for a long time, 4 or 5 years, not just a few months. And this is unspoken, and actually this shows how much the racism structure rooted in the European system. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem furchtbaren Krieg in der Ukraine. Es ist gut, dass sie Hilfe und Unterstützung erfahren. Es ist gut, dass die Länder der Europäischen Union sich bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen und konkret zu helfen. Es muss aber auch klar sein, dass
allen Flüchtlingen die gleiche Hilfe und Solidarität zuteil wird. Und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade im polnisch-belarussischen Grenzgebiet ja viele Geflüchtete sich aufhalten, die dort frieren, die dort mit illegalen Pushbacks zurückgedrängt werden und wo Zäune gebaut werden, wo Menschen doch Hilfe und Solidarität brauchen. Und für uns ist klar, Menschen, die vor Krieg, die vor Bomben fliehen, ob aus Afghanistan, aus dem Jemen, aus dem Irak, Syrien oder aus der Ukraine. Sie alle brauchen Hilfe und Unterstützung. Es darf da kein Unterschied gemacht werden. Die Menschen, die vor Krieg und Bomben fliehen, brauchen Hilfe.